Hi Leute, willkommen zu einem kleinen Vlog. Ich habe in den kleinen News angesprochen, so, yo, ich will ein bisschen mehr Real-Life-Stuff und so bringen. Und da dachte ich mir, heute ist vielleicht mal gar kein schlechter Zeitpunkt, mal wieder einen dieser Vlogs zu bringen. Denn wir haben momentan Sonntag 16.20 Uhr und heute ist das Handball-EM-Finale. Und wie ihr wisst, ich spiele seit 13 oder 14 Jahren Handball. Also eigentlich, ja, ich bin mit Handball aufgewachsen und Handball war schon immer ein großer Teil meines Lebens. Und wie gesagt, wir sind jetzt in der Europameisterschaft im Handball im Finale. Und da gibt es nachher ein großes Public Viewing in einer Stunde. Da werde ich hingehen und da werde ich auch hier die Kamera mitnehmen. Und dann werden wir mal schauen, ob wir Europameister werden. Das wäre nämlich hammermäßig, weil das, glaube ich, so geil im Vlog wäre. Ich versuche halt wirklich so ein paar Emotionen von dem Public Viewing mitzunehmen. Ich muss halt auch gucken, welche, also wen ich filmen darf und wen nicht und wie ich das mit der Kamera mache und so. Muss ich noch gucken, wie ich das Ganze regel, aber ihr werdet ja sowieso gleich sehen, wie ich es gemacht habe. Und yo, gerade rendert mein Skyward Sword Part, ja. Das Projekt, was einfach übelst durch die Decke gegangen ist. Und ja, ihr seht schon hier ein cooles Bändchen. Gestern war eine Faschingsparty, da war ich natürlich am Start. Hab's auch auf Twitter gepostet, wer es mitbekommen hat. Ich glaube, das war dann so ein Post wie: Es ist offiziell, ich bin dicht oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich trinke Hübi etwa Alkohol. Aber ja, das soll es gewesen sein zu dieser kleinen Einleitung und viel Spaß. So, Freunde, jetzt geht's dann zum Public Viewing. Es regnet. Dann fragt sich der eine oder andere: Hey, wenn es regnet, warum nimmst du denn dann nicht das Auto? Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht irgendwie ein Bierchen da trinken will oder. Ja, und ich sag mal, nach gestern Abend tut es mir eigentlich ganz gut. Dachte ich mir, laufe ich mal zu Fuß. Im Ohr habe ich den ganzen spannenden Mammutmix, ne? Mammutmix Teil 2, ich glaube, ihr kennt ihn, die meisten von euch, richtig, richtig gut, gefällt mir besser als der erste. Und Neo rasiert einfach alles und jo, wir sehen uns. Freunde, es ist passiert. Ich hätte es tatsächlich nicht für möglich gehalten. Ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten. Aber wir sind Europameister. Die deutsche Nationalmannschaft hatte, für alle, die jetzt nicht so viel Plan von Handball und der EM haben und so weiter, Deutschland hatte niemand auf dem Schirm. Wirklich absolut gar keiner. Das ist eine unglaublich junge Mannschaft. Und jeder dachte sich so, ja, ja, mal gucken. Die kommen doch wahrscheinlich eh nicht durch die Gruppenphase. Und dann haben die in jedem Spiel so eine Leistungssteigerung hingehauen. Und der Handball hat so einen krassen Push in Deutschland bekommen. Leck mich am Arsch. Also ich bin mega happy, dass wir gewonnen haben. Wir haben jetzt Spanien. Okay, jetzt war es ein bisschen laut. Spanien ist eigentlich eine Weltklasse-Mannschaft. Wir haben auch in der Gruppenphase gegen Spanien verloren. Aber wie wir sie degradiert haben, leck mich am Arsch. Aber an dieser Stelle sage ich danke fürs Einschalten. Ja, es war wirklich ein minimal kleiner Vlog, aber ich habe mir einfach nochmal die alten Vlogs angeschaut und jemand hat auch ein bisschen so in die Kommentare geschrieben: Hey, mach doch mal wieder Vlogs, und ich habe es auch in der Channel News angesprochen. Das ist einfach ein bisschen was mich besonders gemacht hat und deswegen möchte ich die auch wieder ein bisschen einführen. Und da hoffe ich, war auch dieser kleine Vlog für euch einigermaßen unterhaltsam. Ich gehe jetzt noch Pizza essen mit meiner Family und dann sehen wir uns in einem neuen Video. Euer Hübi, haut rein!